Er hat ganz sicher einige andere Leute um sich, die er konsultiert. Man hört von Christoph Freund, man hört von, oder man kann sich's vorstellen, andere Leute im ÖFB, vielleicht der Trainerausbildner Thomas Eidler, vielleicht Günter Kreisel, wo man weiß, dass der einen guten Draht zu ihm hat. Also er hat Leute um sich, mit denen er sich austauscht. Deshalb glaube ich, wird er es nicht ganz alleine bestreiten, diesen Weg. Aber er muss, das haben wir schon gehört, letztendlich jemanden vorschlagen. Also abgesegnet wird es formal vom Präsidium. Aber es ist im Unterschied zur Situation vor 4,5 Jahren so, dass es eher wirklich vorschlagen oder eine Vorentscheidung treffen wird. Und nur wenn die aus Sicht des Präsidiums komplett haarsträubend vernommen wird, dann werden die vielleicht nicht zustimmen, aber davon brauchen wir jetzt nicht ausgehen.